Sonnenschein, über 30 Grad und eine farbenfrohe Blumenpracht. Perfekte Voraussetzungen für das Sommernachtsfest. Wie jedes Jahr strömten auch am 27. Juli 2013 viele Menschen zur größten Veranstaltung der Gartenschau Kaiserslautern. Zum Auftakt begeisterte die Akrobatikgruppe Prise de Pied. Doch mit dieser spektakulären Einlage war noch lange nicht Schluss. Auf zwei Bühnen unterhielten mehrere Künstler den ganzen Abend lang groß und klein. Auf der kleinen Bühne oben am Kaiserberg begeisterte der Soul-Künstler Waymond Harding seine Zuhörer in lockerer Atmosphäre. Auch auf der Freilichtbühne war für ordentlich Stimmung gesorgt. Nachdem die Band Take to Life den Leuten schon ordentlich eingeheizt hatte, regte die Livin' Music Family wirklich alle zum Tanzen an. Doch nicht nur die musikalische Unterhaltung sorgte bei den Besuchern für Begeisterung. Also eine Runde, sehr nette Leute hier, super Musik, wunderschönes Wetter, super Atmosphäre. Wir warten jetzt nur noch später aufs Feuerwerk und auf die schöne Feuershow. I'm having a great time, it's really fun. I love the music and the band, it's good. It's a good experience. Ja, das ist eine super Veranstaltung, super Wetter heute, ist schön warm, eine super Stimmung, also die Bands sind gut. Also uns gefällt das unheimlich gut hier. Ich finde, man muss das unterstützen, wenn Lautern so was Schönes organisiert, soll man dabei sein. Der Abschluss des Abends war wohl jedoch das spektakulärste. Mit vielen Licht- und Überraschungseffekten verzauberte die Feuerwerkshow Metamorphoses of Lights wirklich jeden. Das Sommernachtsfest der Gartenschau beeindruckte also nicht nur die Ohren, sondern auch die Augen und alles andere.